Ich habe im Kommunalwahlkampf 2007, 2008 das als Projekt für eine hiesige Wochenzeitung gemacht, täglicher Online-Auftritt. Und den habe ich dann zum ersten Mal erklärt, was die Struktur eines Blogs ist. Und ja, und dann haben wir 6 Tage die Woche im Endeffekt dort ein PDF veröffentlicht und die Artikel aber auch chronologisch untereinander gesetzt. Nach dem Kommunalwahlkampf, also ist recht erfolgreich gelaufen, hat es 2 Rücktritte gegeben. Und nach dem Kommunalwahlkampf wussten die nicht mehr genau, wie es weitermachen sollen. Und dann habe ich irgendwann in einer Mischung aus Überarbeitung und Größenwahn gesagt, ja, dann mache ich es halt allein weiter, weil ich selbstständig war und die Rechte an allen Texten hatte. Und genau, und seitdem gibt es Regensburg Digital, also mein Blog. Mein Gott, zu der Zeit vielleicht schon, weil ja das Internet für die meisten Zeitungen, sage ich mal, vor 10, 11 Jahren noch nicht ganz so wichtig war. Also das hat es schon gegeben, aber hat bei Weitem nicht diese Bedeutung gehabt. Aber rein von der Arbeitsweise, also wenn man sich als Journalist versteht, und das ist man sowohl als Blogger als auch als Redakteur, unterscheidet sich das nicht im Wesentlichen. Man hat lediglich ein anderes Medium, also ich brauche nicht diese ganzen Produktionsmittel wie Druckerpresse und Papier und so. Das habe ich alles in einem. Das hängt von der Herangehensweise der einzelnen Personen ab und da ist dann relativ egal, ob es sich dabei um einen Blogger oder einen Journalisten handelt. Ich selber schaue schon, also pass auf, dass ich... Kommentare werden eigens gekennzeichnet, Meinungstexte werden eigens gekennzeichnet, Nachricht und Bericht werden getrennt. Klar gibt es mal so einen, ja, wie soll ich sagen, so einen flapsig erzählten Bericht, aber das findet man auch in jeder Zeitung. Ich glaube, das Verschwimmen dieser Grenzen hat jetzt nichts damit zu tun, ob man Blogger ist oder Journalist, sondern das ist halt eine Stilfrage und eine Frage des Mediums. Und da meine ich jetzt eben, welche Zeitung ist es oder welches Blog ist es. Aber per se, dass Blogger da jetzt anders schreiben würden, also journalistische Blogger, ne? Es gibt die Reiseblogger und die Gewürzblogger und die Gartenkräuterblogger und was weiß ich nicht alles, das ist ja was anderes. Aber wenn ich vom journalistischen Bloggen rede, dann gibt es gewisse Standards, nach denen arbeitet man, die hat man gelernt und die benutzt man heute auch bei jedem Medium. Also für den Bereich, wenn man so journalistisch bloggen will, dann so, ja, ist eine journalistische Ausbildung sicher nicht das Schlechteste. Ne? Also so, dass man einfach weiß, was ist Zwei-Quellen-Prinzip, wie recherchiere ich richtig, was ist eine Meinung, was ist eine zulässige Meinungsäußerung überhaupt, was ist eine Tatsachenbehauptung, was ist wichtig, was ist unwichtig, Quellencheck. Und naja, das lernen wir jetzt nicht unbedingt in der Ausbildung, aber auch, ne, journalistischen Ethos, ne, unabhängig sein, sich nicht gemein machen mit wem und ja, dass man halt keine PR-Texte schreibt oder sowas. Also ich arbeite sehr, sehr gerne jetzt allein, also ich kann mir die Themen selber aussuchen, ich kann die Texte so schreiben, wie ich will. Ich kann auch mal nichts schreiben, wenn ich nicht mag. Oder wenn ich sage, das Thema gibt für mich nichts her. Das ist super, aber natürlich ist es schöner, wenn man in einem Team arbeitet, in einer Redaktion eingebunden ist, weil man sich über Informationen austauschen kann, weil halt vielleicht einer einen besseren Draht zu jemandem hat, weil man so guter Bulle, böser Bulle, ah, das ist der Kritische, aber das ist ja der Nette, so gehen die dann ja auch mit einem um zum Teil und das mache ich ja alles allein. Das lässt sich ein bisschen dadurch kompensieren, dass man sich halt mit Kollegen anderer Medien halt virtuell austauscht, indem man halt mal einen Text über den Chat rüberschickt und meint, ja, was meinst du? Oder dass einem wirklich, sobald der Text online ist und findet jemand einen Fehler, schreiben sie mich an und sagen, hey, das da und dann kann man ja sofort reagieren. Ja, natürlich ist es auch gut, wenn einem jemand mal sagt, dass man vielleicht über das Ziel hinausschießt, dass vielleicht dieser Kommentar ein bisschen zu scharf ist, dass die Schwerpunktsetzung in dem Text vielleicht eine andere sein sollte. Also
weil man ja manchmal betriebsblind ist, wenn man in einem Thema drin ist, und da ist so der Austausch mit Kollegen einfach, ist natürlich super, und der fehlt mir hier schon ein bisschen. Also wir haben ein bisschen Werbung drauf, das macht wahrscheinlich so etwa ein Drittel der Finanzierung aus, und das Wesentliche ist aber ein Förderverein, in den Leute freiwillig einzahlen fürs Lesen, also wir haben ja keine Paywall oder so, das kann jeder lesen, oder wo Leute einfach mal eine Einzelspende hinüberweisen und so, also diese Einzelbeiträge, also jetzt bei den Fördermitgliedern, ich glaube, die liegen in einer Spannbreite zwischen 5 und 50 Euro im Monat. Ich passe halt auf, dass das auch von mir klar getrennt ist, dass ich jetzt nicht unbedingt einen Überblick habe, wer was zahlt oder wer gerade wieder aus dem Verein ausgetreten ist, weil ihm vielleicht der Artikel nicht gepasst hat, weil davon will ich mich auch nicht beeinflussen lassen. Aber am Ende des Tages, das sind jetzt mehrere hundert Mitglieder, also mehrere hundert Spender, und recht viel besser kann es nicht aufgestellt sein, wenn du unabhängig arbeiten willst. Ja, mir geht es so wie am Großteil der freien Journalisten. Ich glaube, das sind 30% oder 40%, hat es mal eine Umfrage gegeben, die irgendwie unter 1.800 Euro verdienen. Ja, und das verdiene ich auch. Also besseres Volontärsgehalt. Andere mit meinen Berufsjahren verdienen als Redakteure das Dreifache. Aber das haben wir ja selber ausgesucht. Also von dem her, und es wird ja auch nicht weniger und nicht mehr. Klar wird man nicht reich damit, aber wenn der Beruf geil ist, macht es ja nichts. Das hält sich ziemlich im Rahmen. Das meiste läuft halt über so juristische Auseinandersetzungen. Ich hatte ja 3 größere Klagen: Rüstungskonzern, Möbelkonzern, katholische Kirche. Ab und zu hat es die AfD mit irgendwelchen abstrusen Sachen probiert. Aber zusammenfassend muss ich sagen, dass ich noch nichts verloren habe in dem Bereich. Es ist halt manchmal anstrengend oder belastend, weil es am Ende des Tages gleich einen Haufen Geld kosten kann. Also da kannst du jetzt schnell mal 10.000, 20.000 Euro los sein, wenn es blöd läuft. Aber so, mein Gott, kriegt man mal eine blöde Mail, kriegt man mal irgendeinen drohenden Trollkommentar, aber es hält sich eigentlich weitgehend in Grenzen. Also diese Unterscheidung, irgendwie Redakteur bei irgendeiner Zeitung oder beim Lokalsender oder jemand, der halt einen Blog macht, die treffen eigentlich die wenigsten Kollegen. Also ich könnte mich da jetzt, würde mir auf jeden Fall nicht auffallen, ist ein sehr professioneller und auch in weiten Teilen kollegialer Umgang. Also das hat eher dann mit anderen Befindlichkeiten zu tun, wenn es mal nicht klappt oder wenn der Umgang nicht gut ist, aber wenn ich denke, zum Beispiel gerade mit den Kollegen vom BR oder der Süddeutschen Zeitung ist eine super Zusammenarbeit. Teilweise auch mit den Kollegen von der MZ, auch wenn die Verlagsleitung das vermutlich nicht so gerne sieht. Ich werde da nicht anders behandelt und ich glaube, über das macht sich auch gar niemand mehr Gedanken. Die Arbeitsfelder sind ja mittlerweile ähnlich. Es müssen ja auch alle irgendwie online und schnell und dieses noch und jenes machen. Also ich glaube, diese Unterscheidung Blogger, Redakteur, gibt es eigentlich kaum noch. Also früher haben sich die Redakteure für die Besseren gehalten und die Blogger waren bei, dann waren eine Weile die Blogger die Coolen, und jetzt schon langsam merkt man halt, dass jeder einfach nur seine Arbeit macht. Also ich bin Mitglied im Bayerischen Journalistenverband und außerdem bin ich auch noch bei Verdi in der Deutschen Journalistenunion, also ich kriege problemlos einen Presseausweis. Ich bin außerdem mit unserer Seite auch noch Mitglied beim Deutschen Presserat, also wir haben den Pressekodex unterschrieben, im Gegensatz zum Beispiel zu Anzeigenblättern, da arbeiten dann ja auch Journalisten, also ich merke es doch auch, wenn ich mit Behörden umgehe, also so Gericht, Polizei, sonst was, das ist ein sehr professioneller Umgang und da wird jetzt nicht irgendwie gefragt, wer sind Sie überhaupt, Sie sind nur ein Blogger oder irgend sowas, also ich habe solche Geschichten schon gehört. Aber nein, also könnte ich nicht sagen.